Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Heute habe ich mal wieder etwas von meinem neuen OCG-Händler. Genau so sieht es aus und das gucken wir uns jetzt an. Vorneweg, mein OCG-Händler ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist nur so, dass der Shop momentan noch nicht läuft. Das bedeutet, wenn ihr was kaufen wollt, müsst ihr ihn über seine Facebook-Seite anschreiben und persönlich bei ihm bestellen. Wie immer haben wir als Bonus einen Flames of Destruction Booster aus Korea. Ja, wir erinnern uns, das erste Mal haben wir eine Trickstar Ultra gezogen, beim zweiten Mal keine Holo, dafür aber einige Karten, die es in Deutschland nicht in der Rarität gab. Also eben kamen dann, obwohl sie bei uns super rare waren zum Beispiel. Und ich bin gespannt, was wir heute ziehen. Heute habe ich ein paar nette Kärtchen für euch und ein paar nette Infos dazu. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar haben wir mit dem Prachtstück des Ganzen eine Giant Hand in Collector's Rare. Ich halte es mal genauso ins Licht. Man sieht hier, Collector's Rare ist eine extrem schöne Seltenheit. Das ist wie Ultimate Rare, nur noch so ein bisschen aufgesplittet, als hätte man die Shatterfoil-Textur mit Ultimate Rare gekreuzt sozusagen. Wir haben hier 8 Stück an der Zahl. 2 Stück hatte ich schon, das heißt, wir sind hier voll. Ich habe alle, die ich brauche für die Ausstellung und mega nice. Ist gar nicht mal so teuer, ich glaube 4 Euro oder so, 4, 5 Euro. Ist eine extrem schöne Karte und hier kommt es noch gar nicht so wirklich zur Geltung. Wenn ihr die Karte richtig in die Sonne haltet oder richtig gegen das Licht, dann schillert die richtig Regenbogenfarben. Das ist eine Anschaffung wert, Leute. Das ist eine Karte, die bereichert jede Sammlung, zumindest optisch. Und es ist einfach eine unglaublich schöne Karte. Mein persönliches Highlight der Sendung. Ich lege sie schon mal beiseite, damit wir direkt zur nächsten Karte kommen können. Die nächste Karte werdet ihr euch denken, hä Julian, die gibt es doch auch aus dem Tournament Pack. Du hast sie auch aus dem Tournament Pack, aber warum kaufst du sie dir jetzt nochmal aus Japan? Du hast doch gesagt, du kaufst keine Karten aus Japan, die sind derselben Rarität. Auch in Deutschland gibt das, stimmt auch. Allerdings habe ich sie mir hier für mich selbst gekauft. Zum einen aufgrund des alten Layouts und der Tatsache, dass es eine uralte Karte ist. Man erkennt es auch daran, dass hier unten das Yu-Gi-Oh!-Symbol fehlt. Also quasi dieses Millennium-Auge. Diese Karte kommt nicht aus einem Volume Pack, sie kommt aus Dark Ceremony oder aus der Dark Ceremony Edition. Das war ein Set, das bestand aus 16 Super Rare Karten. Die hatten alle dieses Layout und auch alle kein Emblem unten dran, kein Yu-Gi-Oh! Logo, kein Millenniums Auge, wie man es auch immer nennen möchte. Und ja, dementsprechend habe ich mir gedacht, nimmst du diese einfach mal mit. Eine wird schon gehen, der Rest wird natürlich Tournament Pack 7 bleiben. Dann haben wir die Karte Paladin des verfluchten Drachen. Ja, das ist eine Karte, die ist vielleicht ein bisschen unbekannter. Ich persönlich kannte sie eigentlich gar nicht, bis ich sie mal als Bonus bekommen habe. Ich glaube bei Eduard oder so. Die gibt es aber tatsächlich im TCG und zwar, ich glaube, in der Legendary Collection Joey's World. Und noch irgendwo, ich glaube in einem Starter-Deck muss sie noch dabei gewesen sein. Aber halt beide Male als Kamen. Hier im Beisitz heißt Super Rare, dementsprechend eine extrem schöne Karte, gefällt mir in Super Rare sehr, sehr gut. Als Ultra würde sie wahrscheinlich auch super aussehen oder als Secret. Ultimate könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber das macht nichts. Wir kommen zur nächsten Karte. Und das ist eine Karte, die mir auch bis vor kurzem vollkommen unbekannt war. Die Karte heißt Zauberauslöscherin und kam bei uns als Common in Spellcasters Command raus. Ich glaube, das hier müsste sogar dasselbe Starterdeck sein in Japan, SD16, nur dass eben hier eine Super Rare war. Das ist jetzt allerdings keine Garantie, das ist jetzt nur eine Schätzung. Ja, ein Super Rare macht sie natürlich wieder um einiges mehr her und ich muss sagen, Spellcasters Command, das ist ja ein Deck der 5Ds Zeit. Ich weiß nicht, ob die Karte auch tatsächlich schon aus der 5Ds Zeit kommt oder ob das ein Reprint ist, der halt bei uns in Deutschland dann das erste Mal eingeführt worden ist, ob es vielleicht ein OCG-Import ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Karte, die könnte auch zu Duel Monsters passen, so vom Design her. Und dementsprechend finde ich das echt mega nice. Sieht echt gut aus. Ja, Zauberauslöscherin in Super Rare. Dann haben wir eine Toon Mermaid in Super Rare aus PS21. Ja, eben weil in Super Rare, bei uns gibt es die halt nicht in Super Rare, sondern nur in Ultra und ich glaube Rare und so weiter. Dann ein alter Bekannter, den kennen wir mittlerweile schon, das ist der Chaos-Imperator-Drache, Gesandter des Endes in Millennium Super Rare, sieht auch mega fett aus, sehr sehr schön. Na, ihr seht hier die Millennium-Folie und die Karte an sich ist auch Super Rare, das macht was her, ist auch kostengünstig, 2 Euro vielleicht, 2-3 Euro mehr kostet die nicht, sehr schön, muss mal gucken, wie viel ich von der bisher schon habe ich, ach, aber bestimmt sind es schon 9 oder so. Dann aus dem MB01 haben wir hier den, die Exoda Necros,
die es hier kamen, nur mit dieser Folie, das sieht ein bisschen nackig aus. Also wenn keine, wenn jetzt hier keine Sonne drauf scheint, so wie hier, dann erkennt man den Effekt halt tatsächlich kaum. Dann ist das wie eine etwas glattere Kammen. Dementsprechend muss man sich überlegen, ob man die haben möchte. Wenn ich sie ausstelle, wird sie wahrscheinlich extra beleuchtet werden, damit man das überhaupt sieht. Das Tolle an dieser Millennium Rare Folie ist übrigens auch der feine Nebel, der hier drüber sitzt. Den sieht man am besten bei den Gold Millennium Rares, von denen es nur 6 Stück gibt, also 6 unterschiedliche Karten, die ebenfalls auch als Promos in diesem japanischen Millennium, in diesem japanischen Deck mit drin waren, also eben in MB1. Da waren die drei Götter drin, dann dieser Summoned Lord Exodia, wie er damals hieß, Auslöschen und Geschwisterbund, das sind die 6 Karten. Ich glaube, im Koreanischen gibt es nur diesen Summoned Lord im Deck. Und die beiden anderen, glaube ich. Also die Götter auf jeden Fall nicht. Und ja, soviel zu Exodia Necros. Dann haben wir eine Karte, die ist bei uns in das Kamen rausgekommen. Und zwar ist das die Amazonische Kaiserin, die ist bei uns in Cybernetic Horizon. Nein, nicht in Circuit Break ist sie rausgekommen. So. Die kommt jetzt aus dem Collectors Pack 17 in Super Rare. Ist mir aufgefallen, dass das japanische Super Rare nicht ganz so fancy ist wie bei uns. Man kann es vielleicht mal kurz vergleichen mit einer älteren Super Rare, die man so daneben hält. Ne? Also da ist der Effekt, der schillert hier schon ein bisschen mehr als hier. Ne? Der ist hier tatsächlich ein bisschen matter bei den etwas neueren Karten. Haben wir hier auch ein paar Mal. 6 Mal an der Zahl, oder? Ne, 6 Mal, genau. Ist eben hier als Super Rare rausgekommen. Ich muss sagen, eins der schönsten amazonischen Monster, die ich tatsächlich kenne. Extrem schön. Freut mich, dass wir die auch in der Sammlung begrüßen können. Dann geht's los mit einer Karte aus, oder weiter, mit einer Karte aus Cybernetic Horizon, die bei uns bloß eine Rare, glaube ich, war. Das ist hier Demise, der Supreme King. Gibt's in Japan auch als Secret Rare aus dem Set. Hätte ich auch echt gerne. Kommt vielleicht noch. Das sind jetzt hier erstmal meine ersten 4 Exemplare in Super Rare. Auch extrem schön. Ich finde einfach, die Karten haben Holoprint verdient. Im OCG sehen die das wohl genauso. Dementsprechend ist das eine Super Rare bei denen geworden. Und zu guter Letzt haben wir noch das Siegel von Orichalcos. Haben wir auch schon einmal in Super Rare gesehen. Habe ich mal rangetauscht gehabt. Die haben jetzt hier auch noch ein paar Mal in Super Rare aus der Rarity Collection 2. Da kommen auch diese ganzen Collectors Rares her. Sehr, sehr schön. Sieht extrem geil aus. Und ja, ein Secret Rare Print würde ich mir mal wünschen von denen. Vielleicht aus Japan auch so ein Prismatic Secret Rare Print. Jetzt kommen wir, da wir ja mit den Karten hier durch sind, zum Booster, das ich noch mitbekommen habe. Mal schauen, was wir heute draus ziehen. Ich bin mal gespannt. Die Dinger sind immer ein bisschen komisch aufzukriegen, muss ich sagen. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Okay, da haben wir dieses Wiedergeburt-Dingens können. Das gibt es bei uns auch was kommen. Okay. Aha, das ist zum Beispiel bei uns ein Ultra Rare. Habe ich beim letzten Mal gar nicht gewusst. Ich habe beim letzten Mal auch gezogen. Hier ist es eine Kamen, sehr schön. Die kann ich schon mal gebrauchen. Als Ultra. Nice. Bei uns ist das, glaube ich, eine Super Rare. Das ist die zweite Ultra, die wir aus diesen Bonus-Packs ziehen. Sehr schön. Natürlich könnte es sein, dass ich mich hier mega täusche und das ist bei uns auch eine Ultra-Rare, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war eine Super-Rare bei uns. Ich werde das gleich nochmal überprüfen. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall extrem gut. Dann bin ich schon doppelt so zufrieden wie vorher erst. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.